Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Nioh 2. Im letzten Part konnten wir erfolgreich die letzte Hauptmission von diesem Gebiet erledigen und auch noch eine Nebenmission direkt hinten dran. Und jetzt kümmern wir uns mal um die nächsten beiden Nebenmissionen, mal schauen, wie lange wir dafür brauchen werden. Zuerst mal kommt das weise Urteil des Metamorphs. Hey, wir müssen sofort nach Sonomata. Ein kleiner Streit ist dort zu etwas sehr viel Ernsterem eskaliert. Koroku und Fürst Katsui bereiten sich auf einen Krieg vor. Nur du kannst die Lage beruhigen. Entweder mit Worten oder mit Gewalt. Okay. Koroku und Fürst Katsui. Oh je. In Sonomata. Soll ich die beiden jetzt... Oh je. Okay, links steht der eine, rechts der andere. Cool. Alter, was zur Hölle? Was zum... Könnt ihr ein bisschen warten, Leute? Oi, oi, Hidenoji, doko ikun da? Aitsura wo tomete kurenai no ka? Oi, oi, Hidenoji. Ja, bitte. Oh shit. Ob das... Naja, egal. Ah, irgendwo muss ich ja anfangen, I guess. So, Kollege. Aha. Soweit gut. Okay. So. Da wusste ich, dass ich direkt durchziehen kann. Hab einen Schlag im Rücken kassiert, gerade eben, aber dafür war der Samurai tot. Beziehungsweise der Bandit, whatever. Okay. Da hinten ist auch irgendein Fight ausgebrochen. Ah, wobei, der ist fast vorbei. Ha! Sehr schön. Perfekt. Einen besseren Zeitpunkt hätte ich mir gar nicht aussuchen können, um hier reinzuplatzen. Okay, und hier ist einfach mal der nächste. Was? Okay. Jetzt bin ich hier wieder am Ausgangspunkt. Und einer von den beiden... Ne, beide sind weg. Hä? Warum sind hier so viele Schreine vor allen Dingen? Hier sind scheiße viele Schreine. Ich habe gar keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Alle sind auf einmal weg. Ich gehe erstmal nach links. Ja, da unten geht's wieder ab. War ja klar. Oh, ich bin so froh. Ja, macht ihr mal. Ich habe euch ja schon mal erledigt. Tschüss. Wie geil die einfach sind. Weißt du, die kämpfen gegeneinander, aber sobald ich erscheine... Oh, lass auf den gehen. Lass mal volle Kanne auf den drauf. Auf die. Oh Mann, ey. Die habt ihr doch nicht alle. Kümmert euch um euren eigenen Scheiß da. Alter. Alter, jetzt ist er komplett durcheinander. Wie witzig ist das denn gerade? Oh, jetzt noch eine Tüte Popcorn, ey. Nice, war klar, dass der zuerst unterliegt. Ach so. Die Dämonen, okay. Kämpfen nicht gegeneinander, ja, schade. Hallo, alles cool. Ja, okay, da geht's eh nicht weiter. Alter, hier gibt's gerade zu viele Wege, die ich gehen kann. Wobei, das ist ja okay. So eine kleine Sackgasse ist noch in Ordnung. So,
So, wunderbar. Läuft doch. So, einmal hier. Oh, hallo. Der neue Perspektivenwechsel hat sogar noch dafür gesorgt, dass ich das hier entdecke. Wäre ich eventuell sogar dran vorbeigelaufen, bin ich ganz ehrlich. So, mein Freund. Haha! Gerade noch so. Ich glaube, eine Millisekunde später. Und dann hätte ich mir den Schleichangriff schön in die Haare schmieren können. Geil. Aus dem Schlaf heraus einfach mal die Axt schwingen. Nice. Läuft. Oh, okay. Na, bin ich in der Lage, einen von ihnen abzuhängen? Nee, dafür laufe ich zu scheiße. Nice, erfahrener Verstecker. Wie der andere nichts gemacht hat. Du bist ja super. Voll das Kameradenschwein. Sein Kollege wird volle Kanüle abgestochen. Aber er so, ach, egal. Ich warte auf meine Chance. Und wenn mein Kamerad dafür sterben muss. Ja. Treue unter Banditen, ne? So. Es geht, dass es hier noch weitergeht. Was zur Hölle? Was ist hier überhaupt mein Ziel? Jetzt mal ganz im Ernst. Heißt es da, hier nach oben wäre es nicht weitergegangen? Och, Leute. Okay, hier ist nur ein kleiner Kreislauf. Ups. Als ob. Ich hab doch... Der Pfeil muss doch ein bisschen Gefälle gehabt haben. Ich habe extra deshalb weiter nach oben gezielt. Ja gut, dann eben nicht. Du auch? Ja gut. Oh. Schade. Haha. Waren vielleicht ein paar viele Pfeile, aber was soll's. Oh, Bogenschützenhandschuhe. Schickes Zeug hier. Hallo. Ah, schön, schön, schön. Ja, immerhin ein bisschen Loot wieder. Wow, bekommen. Okay, Lundenschloss-Muni. Mensch. Ja gut, dann ist der Weg hier oben auch schon zu Ende erforscht. Jetzt hier runter. So, jetzt erstmal schauen. Hi. Ja, ja, ja. Wenn ich sehe, dass ich genug Ki habe, dass ich ihn komplett runterkloppen könnte, dann mache ich das auch. Ah ja. Bin ich jetzt echt im Kreis gelaufen? Krass. Das ist ja echt der Wahnsinn. Wow. Okay. Hätte ich nicht gedacht. Cool. Das heißt, theoretisch, beide Wege führen zur gleichen Stelle. Wäre also wurscht gewesen, wo ich lang gelaufen wäre, oder? Gewissermaßen. Vielleicht auch nicht. Ah. Hab mir gedacht, dass du eine kleine Dreier-Kombo startest. Oh, war jetzt nicht so clever. Na? Wow. Wow. Okay, boah. Der war so nah dran. Mit seinem zweiten Überkopfschlag, inklusive Salto. Der hat mir bestimmt irgendwie
keine Ahnung. Der hätte mir wahrscheinlich beinahe noch einen Zeh gespalten. So weit vorne, wie ich stand. Ich hat bestimmt nicht mehr viel gefehlt. Ich war wahrscheinlich nur ein paar Pixel von einem Treffer entfernt. Alter Vater. Hi. Pardon, Leute, kurze Unterbrechung. Okay, weiter geht's. Hi. Oh, jetzt bin ich ein bisschen zu weit. Eigentlich wollte ich zuerst die Sachen aktivieren. Jetzt. So. Mir entkommst du nicht. Was, ho? Oh. Haha. Erwischt. So, sehr gut. Okay. Alter. Ach, als ob. Mein Gott, ey. Es müssen wieder Millimeter gewesen sein, um die ich den verfehlt habe. Nice. So. Ja, da muss ich ja nicht runter. Da bin ich... Oh, da vielleicht doch. Stimmt ja, das hier ist doch ein neuer Graben. Klar. Boom. Ärgert mich das immer wieder. So. Bam. Da hinten ist jetzt noch ein kleines Vieh. Also. Du Dreckspfeil, ey. Die mich auch packen wollte. Nix da. Oh, das war ja mies. Der hat's noch versucht. Nicht mit mir. Okay. So, dann ist da ja alles abgehakt, oder? Na, wobei. Ach Leute. Kacke. So. Maximale Vertrautheit für Handrohr. Au, erreicht. Hallo Kleiner. Okay. Okay. Natürlich. Oh, es hat geklappt. Oder? Ich glaube, jetzt folgt sie mir doch. Oh nein. Oh, eng. Sehr eng. Au. Oh, danke, Kleiner. Dass du doch noch... Dass du mir doch noch folgst. Okay. Das ist ja perfekt hier. Haha! Warte. Yes! Jawohl, Titel Ippon Datara Töter. Nice. Oh, das war ja mega. Der war ja schnell down. Überraschend schnell. Ei. Oh Gott. Oh Gott, nein. Mann, ey. Rexy.
So. Oh Gott. So. Hab leider kein Gegengift ausgerüstet. Blöd. Das war jetzt auch blöd. Oh, ja. Das war blöd. Na komm. Greif mal an hier. Oh Gott. Echt jetzt, du Penner. Das war dumm. Das war mega dumm. Wo bin ich zur Hölle? Ah, Leute. Shit. Ach, come on. Scheiße. Da wollte ich zu viel und Panik und ich bin runtergefallen. Und warum war da auf einmal ein zweiter Schirm? Als ob der eine nicht gereicht hätte. Meine Fresse. Ja, die machen da unten ihre Party. Sollen sie ruhig. Hier noch einmal dran. Ah, Frust, Frust. Leichter Frust. Ah, oi, guck mal. Kriege ich sogar ein bisschen am Ritter. Einfach so. Lustig. Hi. Komm mal hierher. Ich will nicht, dass du deinen Kollegen anlockst. Alter. Wie lang der gebraucht hat jetzt. So. Fähigkeitspunkt für Omnium Magie Meisterstufe. Sehr gut. Ach, Kollege. So, danke schön. Menschenskinder. Ja. Dachtest dir wohl so, ja, ich halte das schon aus, ne? Alter. Nett. Naja. Vergiss es, du sollst nicht deinen Kollegen rufen. Alter, hör auf so rumzuhüpfen. Penner. Meine Güte. Unfassbar. So. Oh ja, da war ja was. Aha, ja genau! Halt dein Maul! Ach Gott ey, du hässlicher! Ich fass es nicht ey. So ein dummer Angriff erwischt mich auch noch. Toll. Mein Gott, wirklich. Jetzt neigt sich meine Geduld langsam dem Ende zu. So, du kommst jetzt hier durch, dass dein scheiß Bogenschütze dir keine Rückendeckung gibt. Oh
Warum hast du, Alter, warum kriegst du durch das Rollen so viel Ki wieder? Was soll das denn? Der weicht aus und kriegt Ki zurück. What the fuck? So. Müsste doch andersrum sein. Der weicht aus und dann wird ihm Ki abgezogen. Nö, der kriegt welches zurück. Ist heute sein Geburtstag oder was? So. Also. So. Haben wir uns wenigstens gegenseitig getroffen. Ich dachte jetzt wieder, der tötet mich mit dem Dreierschlag. Oh, hätte mich das pissig gemacht. Ich sag's euch, hi. Wo kommt denn der auf einmal her? Ja! Alles klar. Au! Mit dem dritten Angriff hätte ich nicht gerechnet. Eins. Okay. Ach jetzt? Ach, halt dein Maul! Wo kommst du her? Wo warst du gerade eben noch? Halt doch deine Fresse! Mann ey! Gib mir das jetzt schon auf den Sack hier. Darauf habe ich nur gewartet, Alter. So. Drecksvieh. Ey, wachsen die Yokai hier einfach random wieder aus dem Boden raus, oder was? Der war doch vorher nicht da. Könnt ihr mir doch nicht erzählen. So. Hauptsache die beiden Bogenschützen sind jetzt erstmal leer und vor allem, also sind erstmal weg und vor allen Dingen auch leer geplündert. Wollte ich eigentlich sagen. Ja, bin ich endlich mal an den Loot dran gekommen, den die gedroppt haben. So, hier einmal durch die Unterführung. Komm mal her, du. Ja? Verlieren wir uns. Menschenskinder. So, jetzt noch der Regenschirm da. Kann ich mich anschleichen? Tatsächlich, wow. Wow, krass. Hat geklappt, nicht schlecht. Wusste, hätte ich nicht gedacht. Hm. Ich dachte, jetzt ist einfach die Logik. Ja, der hat seine Augen überall, also kannst du dich nicht anschleichen. Punkt. Habe ich jetzt echt so gedacht, ne? Na gut. Umso besser eigentlich. Und jetzt geht's ab nach oben, wo der einäugige Oni ist. Hi. So. Sonst ist hier keiner, oder? Ja? Nein? Gut. Haha! Nix da mit Dropkick. Come on! Echt jetzt? Dreimal?
Und scheinbar habe ich ihn erwischt. Laber. Dreimal habe ich einen Wuchtkonter ausprobiert. Das hätte eigentlich... Theoretisch hätte jeder davon treffen müssen. Also jeder Wuchtkonter hätte erfolgreich sein müssen. Oh, oh, au, 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 au. Okay. Au. Oh nein, 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 nein. Oh. Ach, come on. Shit, shit, shit. Oh, oh, Alter. Gerade noch, als das Elixier Wirkung gezeigt hat, wurde ich gedropkickt. Ja, ein zweites Mal funktioniert das nicht, Kollege. So. Ein zweites Mal nicht. Konntest froh sein, dass du deinen Dropkick gerade dann angesetzt hast, als ich am Heilen war. Sonst wäre der nicht durchgekommen, ich sag's dir. Hätte ich knallhart gekontert, die Scheiße. Eieieiei. Sag mal, sollte ich hier nicht eigentlich den Kampf zwischen zwei Leuten verhindern? Stattdessen werde ich hier die ganze Zeit von Yokais geärgert. Mal ganz im Ernst. Ich dachte, ich soll hier den Kampf zwischen zwei Personen verhindern und die haben sich dann bei erster Gelegenheit sofort verpisst. Sind hier weiß Gott wo. Und ich muss hier an Yokai, oh Gott, an Yokai vorbei. Muss mich an Yokais vorbei prügeln. Ey. Irgendwo ist doch auch mal gut, oder? Okay, da oben, ich sehe schon, ich habe schon gehört, der nächste Schrein. Den sollten wir möglichst bald erreichen. Überall schauen. Der bewacht eine schöne Kiste. Und sonst scheint es hier keine weiteren Yokai in der Nähe zu geben, die ihm zu Hilfe eilen können. Gut. Soll ich mal? Komm. Weil es lustig ist. Bam! Au, okay. Das war schlecht ausgewichen, ich geb's ja zu. Au. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Cool. Was? Hör! Wer sagt Hör? Ich bin hier in der Nähe von einem Schrein. Da gibt's kein Hör. Maul halten heißt das. Ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken. So, jetzt warte ein bisschen ab. Ob mir ein Yokai hierher folgt. Der eine da. Okay. Das ist ja noch okay. Sag ich jetzt. Und wollte schon ansetzen, sage ich jetzt und sterbe gleich. So, jetzt. Bam. Bam. Und bam. Und rein da. Au. Das war schlecht. Mann. Ach komm. Ah. Nein, 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 nein. Oh. Ich wusste, das wird doch passen.
Yay. Gutes Zeug, gutes Zeug. So. Ah ja. Ob ich an ihm vorbeischleichen kann? Okay, zum Glück hat er seinen großen Bruder jetzt nicht noch mitgezogen. So. So, jetzt dürfen meine Schritte doch fast lautlos sein. Kannst mich mal. So. Okay, ich glaube, ich hätte auch so an ihm vorbeilaufen können. Das hätte keinen Unterschied gemacht. Mit dem Buff. Ah ja, stimmt. Ich kann ja jetzt wieder ein Level-Up machen. Die Magie wird auf 10 gepusht. Ja, komm. Hoch, hoch. Genau. Dass auch meine Kapazität steigt. Prima. Spezielle Kusarigama. Okay. Das war doch eigentlich die Stelle, wo wir unseren neuen Freund zum ersten Mal gesehen haben. Einen der beiden, die wir eigentlich vom Kämpfen abhalten sollen. Wo ist er? Nicht da. Okay. Was ist das für eine leuchtende Kugel da am Boden? Ist das ein Totenschädel? Ich glaube schon. Soll das ein Sudama sein? Habe ich ihn verscheucht? Weil der war doch eh von zwei Gegnern umgeben. Was hätte ich denn machen sollen? Sieht so aus, als wäre er verscheucht worden. Das scheint nicht wiederzukommen. Tja, dann ist das eben so. Kann ich nicht ändern. Schade. Okay. Ich hätte gedacht, da kommt jetzt nochmal ein Yokai aus irgendeiner Ecke gesprungen. Hallo? Oh, okay. Beim Baden gestört. Alter. So. Darf ich jetzt da drin baden? Eindeutiges Ja. Prima. So. Ich baller mir jetzt schon mal direkt alles rein. Bevor ich in den nächsten Gegner reinlaufe. Was ja jetzt gleich sowieso passieren wird. Aha. Geil, er sieht mich nicht mal. Mit der Griffrolle kann ich wirklich auch normal schnell laufen. Nice. Sogar noch einen weiteren Ninjutsu-Punkt bekommen. Prima, ich levele die beiden Sachen immer mehr auf. So soll es auch sein. War da was? Nein. Ich höre Wuchtangriffe, wie sie eingesetzt werden. Hi, Tokichiro. Doko itte tan da, Hidenoji? Zwei wa kono oku de. Ano yosu ja,
ちょっとやそっとでは止まらんぞ. Oh Gott. どこ行ってたんだ? Cool. Moment. Dann laufe ich lieber nochmal zurück. Füll nochmal alles auf. Und lauf dann mit einem vollen Arsenal da rein. So, ich habe das dumpfe Gefühl, das wird ein Doppelbosskampf, oder? Wir werden sehen. Ja. Hey, Leute! Aber die machen sie auch gegenseitig Schaden, ist ja witzig. Au. Die machen sich auch gegenseitig fertig. Soll ich die nicht aufeinander hetzen? Wäre es nicht besser? Au. Alter. Ich überlege gerade, soll ich meinen Schutzgeist aktivieren? Naja, wenn nicht jetzt, wann dann? Au. Au. Toll. Das hat ja viel gebracht. Scheiße. Weil der andere einfach gnadenlos weiter angreift. Kann ich nichts machen. Was soll ich denn machen? Nice. Shibata Kasumi pfeift schon fast aus dem letzten Loch. Ha! Au. Der hat aber auch eine Reichweite, der eine Typ. Na los. Ja kommt, greift euch doch gegenseitig wieder an. Warum habt ihr euch von mir direkt unterbrechen lassen? Nur weil ich dazugestoßen bin. Ich habe noch nicht einmal einen von euch angegriffen und ihr seid beide sofort aggro auf mich. Fehlt doch mal. Jawoll! Sehr gut. Schon mal alles da einsammeln hier. Ach komm, laber doch keine Scheiße. Echt jetzt? Das war jetzt, das war ein Greifhakenangriff? Come on. Also, Greifhaken, also was ich damit meine, ist, das war ein Packangriff. Ihr wisst schon, was ich meine. Einer von den Angriffen, die ich nicht abblocken kann, den ich ausweichen muss. Mann. Shit, ey. Na, großartig. Cool. Ja gut, Leute, ich würde sagen, diesen Doppelbosskampf, den hebe ich mir dann noch für den nächsten Part auf. Für heute ist erstmal die Zeit rum, deswegen würde ich an der Stelle für heute erstmal sagen, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.